so weiter und so fort. Ach ja. Wie schon gesagt, ich habe die nächsten Tage vor, also nicht die Tage, die nächsten Folgen vor, öfters sowas wie Leute sollten zusammenzustehen, beziehungsweise sie ein bisschen zu unterstützen, meine Community mehr zu machen. Ich habe jetzt angefangen mit Umfragen und ja, das ist das der erste Anfang, der erste Schritt. Es war wirklich Zufall, dass er gewählt wurde, weil ich ihn auch schon vorher kannte. Also ich weiß nicht irgendwie, dass ich jetzt extra ihn gewählt habe. Ist er extra? Es war, ja, auf random.org entschieden. Sag mal, Tim. Was? Wie bist du darauf gekommen, dass dein Direktor deine Let's Plays guckt? Der hat mir das gesagt. Ja? Ja. Und was hast du danach gesagt? Ja, nix. Ich glaube, dir war es peinlich, oder? Ja, ich wusste gar nicht, dass der sich über mit Minecraft auskennt. Dann bist du mit ihm unterhalten, mit über Minecraft. Ja. Ja. Richtig gut. Aber der kennt wahrscheinlich nur die alten Versionen. Der hat früher mal gespielt anscheinend. Hier die Erde dran lassen, die unter der Mauer ist, eben deswegen, weil das ja außen ist. Oh. Ja, du, denn du bist ein scheiß Homophob. Homophob. Ja, du sagst jetzt immer zu einer trotzigen Stimme, das ist total geil. Das hört sich total witzig an, lachen wir immer noch mehr aus. Und der versteht nicht, dass er sich damit nur selbst runtergemacht, ne? Ja, weil, pass auf, der ist schwul. Ne? Nicht gegen Schwule, aber der sagt ständig über, der redet über deine ganzen Geschichten. Und der gibt mir da ständig Stoff, um ihn weiter zu ärgern. Ich meine, da, er provoziert es ja geradezu. Eine Lehrerin von uns, die ist so krank, ne? Wir lachen die alle aus, ne? Und die, ne? Die ist voll dumm, ne? Wenn man das Scheiße macht, ne, die sagt nichts. Man kann im Unterricht Musik hören, die sagt nichts. Die ist so ja, dumm, das ne? kommt noch. Wahrscheinlich die neue, oder? Ja. Ja, das. Nein, die ist schon so 2 Jahre lang. Ja, das ist immer so. Schüler müssen nicht erstmal gucken, wo die Grenzen sind, beziehungsweise die Lehrer und müssen die ihre Autorität wird später erst erkannt. Aber so ist erstmal gut. Ja, die Kurve können wir lassen. Guck mal, fast fertig mit den groben. Ja. Aber ich habe zu genüge Aufnahmen wieder. Ja. Haha. Wie ist eigentlich deine Begrüßung, wenn du ein Video begrüßt? Mach mal. Da gibt es 2 unterschiedliche Dinge. Erstmal hallo, 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 der fähige MLP hier. Oder mach das mal richtig, als wenn wieder euer fähige MLP. Mach das mal richtig, als wenn du begrüßen würdest. Also wirklich richtig. Mit Stimme und alles. Ja, gut. Hallo, 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 der fähige MLP hier wieder bei Penis Quarft oder so. Da, finde ich, da könntest du ein bisschen mehr Kraft reinsetzen. Also ja, da ist er wieder, euer Fehlergem-LP. So ungefähr. Guten Morgen, liebe Freunde. Wir haben zwar nicht morgen, aber trotzdem, hier ist wieder euer Gitarre im 1000 am Mittag und wir machen hier ein Let's Play Dual Minecraft Multiplayer von hinten, von vorne oder was auch immer. Und wir machen gerade die Monsterfalle und mir bleibt die Luft weg. Oh. Also, Schau, willkommen zurück zu Minecraft. Schaufel in dein Gesicht. Ah, hier hat man noch Schaufel, das ist ja cool. Ist ja voll cool, ey. Naja, ich sehe. Also, ich habe mir vorgenommen, mal durch meine Abonnenten zu gehen. Ja. Oder vielleicht sogar ein Bewerbungsvideo machen, wo die anderen bewerben können, dann mal ihre nicht keine, also ein normal für mich meinen Kanal zu checken und für die ich würdig erweitere, dessen Qualität gut ist oder auch dessen Stimme gut ist, die vielleicht zu fördern ein bisschen. Das heißt auch, weil ich habe nämlich keine Lust, jemanden zu fördern, die so eine Kinderstimme hat. Nicht gegen Kinderstimme, aber man muss sie auch schön anhören können. Ja, hört sich jetzt nicht jeder an, ne? Ja, du hast nur eine recht gute Stimme. Wie meinst du das? Ja, du hast keine Kinderstimme. Ich möchte jetzt mal wirklich kein Negativbeispiel nennen. Aber ich sage jetzt mal, Nico 100, der hat eine Kinderstimme, aber ich finde, der ist trotzdem noch sehr erfolgreich geworden, weil er etwas macht, was nicht viele machen, und zwar Mod-Reviews, und der ist damit sehr erfolgreich. Ich unterstütze ihn immer gerne. Guck auf seinen Kanal, Nico the Gamer. Betonung auf Gay, nein, kleiner Scherz. Fehler Gamer? Hä? Ja, da ist kein Scherz bei Gay. Nein, aber trotzdem. Ja, und Kinderstimmen können zum Negativpunkt werden, aber auch kann auch positiv, ja, je nachdem wie die Stimme ist.
wie man denn seine Videos mit Reden flutet. Also wenn man jetzt die ganze Zeit so Pausen hat wie jetzt. Ich rede jetzt einfach mal nicht und du redest auch nicht. Dann gucken, wie euch das gefällt. Hier, nicht reden. Penis. Wie alt bist nicht du reden. Alt? Was ist das denn? Jetzt geht meine Tastatur schon wieder von alleine. Habe ich dir nicht gerade gesagt, nicht reden! Ich wichs dir in deine scheiß Fresse. Gut, will ich sehen. Mach ein Video von. Mach ein Vlog von. Moment, hier. Ich stecke dir meine Eier ins Gesicht, bitte. Oh, danke. Jetzt hast du mal ein paar Eier. Ich knete dir die jetzt und zwar in dein Arsch. Sag mal, wie alt bist du überhaupt? 17. Kannst aber auch auf meinen Kanal nachgucken, ne? Ah, wie, rate mal, wie alt ich bin. 13. 16. Ja, cool. Ja. Hättest du nicht erwartet, oder? Ach, geht. Der Woody LP, Woody Gamer Zone, der hat eine geile Stimme, finde ich. Ja, das stimmt. Und der, früher hat er sowieso schon Anfragen von Game Insight bekommen, ne? Ja. Der konnte da schon anfangen, sollte. Nur dann wurde irgendwie sein alter Kanal gelöscht. Nee, er hat ihn aus Versehen gelöscht. Hat mir erzählt. Was ist? Er hat ihn aus Versehen gelöscht. Schon. Nein, die Creeper, dieser Wichser. Ach komm, entfernen wir mal ein bisschen Erde. Wo ist mein Schwert? Boah, drei Creeper, diese. Oh, mach schlimmer, mach schlimmer. Lol, gar keinen Schaden. Nur ein und zwei Steine weg. Was für ein Scheiß. Soll ich sagen, warum? Warum? Weil ich auf die gekommen und beim Explodieren Hammer schlimmer gemacht hab. Ja, okay, das war dann super Tech One Do von hinten. Oh, lass das. Hat noch zweieinhalb Scherzen. Wir machen hier mal so. Ich baue mal eine Treppe nach oben. Schon mal beruhigende Musik hier im Hintergrund. So, dann mache ich mal so. Nee. Ja, Futter auf das müssen wir erstmal verzichten, soweit. Ich frage mich, wie sein alter Kanal hieß. Keine Ahnung. Warum wurde die? Fragen, ne? Vielleicht kannte ich den ja auch. Man weiß es nicht. Man spekuliert. So viel Erde. Wir brauchen wir doch im Leben nicht. Was ist das denn eigentlich? Ach, Ziegelstein. Perfekt, davon brauche ich mal zwei. Was mache ich hier eigentlich hier oben gerade? Rumgammeln. Aber was wir machen können. Wir machen erstmal die Spawn-Etagen. Nein. Gut, da noch ein Kobbel hin. Kobble. So, wir brauchen. Kobble, ich bläh dir mal. Spitzhack, wie viele Spitzhacken hast du? Warte. Und noch zwei, drei. Dann gib mir mal eine. Da brauchst du ein Schwert? Nein, ich hab nur ein Iron Sword. Gut. Ich bin hinter dir. Moment. Jetzt werden wir uns die Linien ziehen, die, ja. Und zwar wird der Mittel. Ich brauche eine hier Spitzhacke. Ich habe dir doch da eine hingelegt. Da guck mal. Ach da, okay. Ja toll, eine halb kaputte, ne? Ich habe nur noch kaputte. Wir machen das mal hier hin. So, jetzt ab hier wird immer zwei tief gebuddelt. Denn hier wird der Monster-Fahrstuhl hinkommen. So. Jetzt. Ah, jetzt passt es. Da hat's gepasst. Oh mein Gott, wer hätte das gedacht? So. Ah, oh, kaputt. Ja, toll. Dann mache ich uns mal noch einen Spitzhacken 2. Ah, schade, da hat er. Schade, Schokolade, ist kaputt, die Wut. Da hat er leider abgenommen, abgelehnt. Schade. Ich habe nämlich hier einen gefragt, ob er vielleicht Lust hätte, mal bei einem Together dabei zu sein, als Gast bei Minecraft. Aber Computer sagt leider nein. Er steht nicht so auf Minecraft. Okay. Was für ein Penis. Hast du noch ein bisschen Fleisch?
Nein. Nein, ich werde gleich tot sein. Wahrscheinlich, weil ich mich... Okay, doch nicht. Gut. Die Explosion vom Creeper ist doch gekommen. Die hatte nur eine kleine Verzögerung. Und die hab ich gerade wieder gereinigt. Was sag nicht, du hast das Loch gerade, das ich gebuddelt habe, wieder zugemacht. Ich weiß nicht, welches du meinst. Boah, du Kacklappen, du! Meine Güte! Was ist denn da? Ich buddel hier ein Loch und du machst wieder zu! Das sah so aus wie eine Creeper-Explosion. Also gut, eins, zwei, ja, ist auch egal. Braucht man nicht. Ach, da ist nur noch eine 8 mit. Ja, bring ihn mal um, den Melanchthon-Spieler. Adobe! Werfen Sie ein... Moment. Werfen Sie einen Erstblick auf Photoshop CS6. Hui. Crack ich mir. Oh mein Gott. Jetzt wissen alle, dass du ein scheiß Cracker bist. Ich hab Crack. Kack. Was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Aber wir brauchen eh gleich noch ganz viele Treppen und Schilder und sowas. Dann müssen wir noch Holzfarm gehen. Richtig viele Schilder brauchen wir. Oh, wir haben hier eine Lektüre gemacht, ne? Kennst ja Buch lesen und sowas, ne? Ne, lesen, wie geht das? Ich weiß auch nicht, habe ich mir mal ausgedacht. Nein, jedenfalls, das war richtig lachkick, ne? Wir lesen das irgendwie schon seit 5 Wochen, ne? Mhm. Willst du sagen, wie viel wir gelesen hat? Wie viel? Wir haben gar nichts gelesen. Keiner hat was gelesen. Mhm. Und die Lehrerin sagte so, was kommt in diesem Kapitel vor? Und dann rate ich so, ne? Ich rate einfach nur so auf los, ne? War direkt richtig. Geil. Was war die Antwort? Das war irgendwie, was passiert da und sowas? Oder wohin gehen die? Was ist da passiert in diesem einen Kapitel? Ne? Also, ja. Kennt man ja. Und danach habe ich mich, aber das war richtig fail, ne? Ich habe mich so gefreut, ne? Ja, geil, richtig so. So aus Versehen. Und dann sagt die so, und wie war das? Dann musste ich nicht mehr weiter. Boah, ich sehe gerade so ein Mädchen mit der blauen Kappe und grauer Jacke und grauer Jogginghose. Ich wollte direkt mal erwähnen, wie sehr ich Jogginghosen, Leute, nicht mag. Warum? Mich regt das total auf, wenn Leute mit Jogginghosen irgendwo draußen in der Öffentlichkeit rumlaufen. Okay. Hä, warum hast du jetzt hier eigentlich Cobblestone so reingepappt? Wo? Willst mich rollen oder so? Schau so. Dann kannst du wenigstens eine Treppe hochbauen. Hab ich gut. So. Man kann hier schön Fenster reinmachen. Nee, das wird hier der Monster-Spawner. Hier drin. Also nicht hier drin, aber... Ja, danke für die... Danke! Oh, scheiße, hab gar keinen Sprint mehr. So. Wir müssen... Naja, wir essen, hungere ich jetzt nicht mehr. Genau. Sorry. Aber na, kennst du ja, ne? Ja, nein. Ich glaube, dazu sagst du jetzt nichts mehr, oder? Kann ich nicht mehr. Bin ja tot. Jetzt bau wenigstens solche Linien, wie ich sie gebaut habe. Warum? Ja, da sind die Wasserwege, da werden die Monster reinfallen. Okay. Wohin soll das denn die ganzen Wasserwege hinkommen? Ja, in dem, wo das Loch, das du vorhin zugemacht hast, dahin soll alles führen. Ah, okay. Ein Glück, dass das hier nicht Hardcore ist. Wir sollen Server mal auf Hardcore machen. Einer stirbt, der ganze Server down. Ja, ja. Sowieso gut. Hier, ich hab mit dem Moppel Fischblob, ne?
habe ich ja Together, Minecraft Together gemacht, ne? Und das ist sogar richtig, da kick irgendwie, Zombies machen ja nur Türen kaputt in Hardcore, ne? Mhm. Die haben das einfach schon so gemacht. Mhm. Obwohl der ja gar nicht auf Hardcore war, der Server. Ja, generell auf Hardcore, entweder Hardcore oder gar nichts. Hardcore, Hardcore, don't you feel the little star. Ich werde wahrscheinlich, auch demnächst auf Hardcore stellen. Ich meine, so viele Zombies werden ja doch nicht an meine Tür klopfen. Dabei habe ich noch nicht mal Türen hier. Also nicht gerade viele. Ja. So, damit hätten wir es jetzt auch geklärt. Das kommt jetzt eine Workbench hin. Einfach nur, weil ich es kann. Scheiße, ich hoffe, ich baue hier nicht auf Versehen ein Hakenkreuz als Form rein. Ja, ja. Stell dir vor, man baut sowas. Ja, so ich bin Hakenkreuz. Ja gerade eher eine Kurve am machen, also von daher. Was ist? Achso. So. Ich hoffe, die Falle klappt. Ansonsten versuche ich mal so ein, ein Together zu organisieren mit den Minecraft-Profi.de. Kenne ich nicht. Ja, der ist richtig. Der baut übelste Erfindungen. Der hat auch schon mal die Monster-Fahrschule erfunden, glaube ich jedenfalls. Ja. Mhm. Ist voll der nice Typ.